Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei den Clubspros. Vielen Dank erstmal, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Formel 1. Jawohl, ich hab's mir. Möchtest du mir da reden? Dazwischen reden oder was? Na, danke. Ich hab mir mal wieder ein Formel 1 geholt, wie ich schon in den Kanal-Info-Video gesagt habe. Und wir sind hier in Shanghai und sind hier gerade im Qualifying unterwegs, Q3 erstmal, ne, Q1, was laber ich hier? Was auch neu ist hier, das möchte ich euch erstmal zeigen, so eine Live-TV-Übertragung, das ist eigentlich voll nice. Da kann man die Kameras wechseln, kann den anderen zuschauen, auch die Autos kann man wechseln, hier hat man gerade die Box gesehen, das ist eigentlich ganz nice. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal erstmal unser Setup an. Und nehmen wir erstmal die S-Reifen, weil die am langsamsten sind und in Q1 müssen wir ja nicht gleich auf die Kacke hauen. So. Ja, ich spiele auf der Schwierigkeit schwer. Ich muss mal gucken, ob das perfekt für mich ist. Ich muss da noch ein bisschen rumprobieren. Auf jeden Fall möchte ich hier jetzt mal so ein Video raushauen und euch mal fragen, ob ihr Bock auf Formel 1 hättet. Ich muss sagen, ich hätte da richtig Bock drauf. Man kann auch richtig viel machen. Also man kann sein eigenes Auto upgraden und alles. Da haben die sich schon einiges einfallen lassen. Und wenn wir hier zusammen mal so eine Saison starten, ich denke, das könnte ganz nice werden. Ich habe mir gedacht, dass ich das so mache. Freitags zeige ich euch das Qualifying. Samstag kriegt ihr die erste Hälfte vom Rennen. Und Sonntag dann die zweite Hälfte. Also, dass wir so ein Rennwochenende da quasi haben. Ich denke, das Qualifying kann eigentlich auch ganz interessant sein. Und natürlich dann schlussendlich das Rennen ist das Nonplusultra. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf habt auf Formel 1. Und wenn ja, ob das gut geregelt ist oder ob ihr das Qualifying nicht sehen wollt. Oder je nachdem, könnt ihr einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. So, wir machen hier gerade erstmal unsere Runde hier. Jetzt geht es noch nicht um die Zeit, erst in der nächsten. Ich muss auch mal gucken, wie konzentriert ich fahren kann, wenn ich die ganze Zeit dabei laber. Ich habe jetzt schon zwei Rennen gemacht. Das erste, da bin ich Vierter geworden. Beim zweiten bin ich Erster geworden. Und mal gucken, was wir hier jetzt rausholen können. Was sie auch neu gemacht haben, sind Sprachbefehle. Also ich kann hier, seht ihr gerade, kann ich da so, nein, ich wollte nicht an die Box. Ihr Vollidioten. Also man kann da halt so Informationen anfordern, so Fahrer vor mir, Fahrer hinter mir, Update-Session, Wetterbericht und alles. Danke. Danke. Okay. Textet er mich erstmal dicht hier. Und das Beste ist, man kann sogar den Chef sagen, dass er leise sein soll. Also wenn er einen am Funk nervt, dann kann man einfach sagen, Chef, sei leise. Das ist voll nice eigentlich. Die geben einem auch im Rennen so verschiedene Möglichkeiten durch, die Strategie zu ändern. Die kann man sich dann kurz angucken und dann auch per Sprachbefehl sagen, will ich nicht. Da haben sie sich ganz gut was einfallen lassen. Das ist ganz nice. Sprachbefehle gab es ja auch schon in FIFA. Und da hat das auch, finde ich, tierisch Bock gemacht, damit zu spielen, wenn du so sagst, Wechsel und dann Mittelfeld Nummer 3 und dann packst du von deiner Bank die Nummer 5 rauf oder sowas. Es macht immer ordentlich Spaß. Ich muss mal gucken, ja, die ersten Runden werden hier schon gedroppt. Aber im Training habe ich eine 1:41 rausgehauen. Die schnellste, die es gab. Oh, okay, da ist auch schon eine 1:41. Die habe ich aber mit SS-Reifen gefahren, also mit Super Soft, dafür steht die Abkürzung, ja. In Deutsch ist das ein bisschen, kann man das falsch verstehen. Aber so ist das nicht gedacht. Das steht für die englische Abkürzung. Also das ist die englische Abkürzung für Super Soft Reifen. Und nicht für ja, ihr wisst schon was. So, gleich platzieren wir hier auch unsere erste Runde. Okay, eine 1. Okay, fast 1:43.
Aber wir fahren ja auch mit den S-Reifen. Okay, fährt Rosberg aber auch. Okay. Ja, da muss ich mal gucken. Wow, Alter, jetzt habe ich hier meinen langsamen Teamkollegen vor mir. Also, Nasr ist mein Teamkollege. Ich fahre im Sauber und guckt ihn euch mal an, Alter. Der bremst mich 1,2 Sekunden aus in der ersten Kurve. Boah, den muss ich jetzt schlucken. Die Rundenzeit ist eh für den Arsch. Hui. So, aber dann habe ich für die nächste ein bisschen mehr Platz hier. Ja, es sieht schon ein bisschen wolkig aus. Also, das könnte vielleicht sogar das erste Regenrennen für mich sein. Da bin ich mal gespannt. Das wäre natürlich was. Erstes Video und dann direkt hier ein Regenrennen. Ich bin momentan auch sogar Erster in der Konstrukteurswertung. Nee, nicht in der Konstrukteurswertung. In der Fahrerwertung. 7 Punkte Vorsprung vor Vettel. Das ist ganz ordentlich schon. In 2 Rennen. Dafür, dass ich auch so lange kein Formel 1 gespielt habe. Oh, hoppala. Und auch zum ersten Mal damit spiel, selbst zu bremsen. Denn vor 8 Jahren, da war ich noch ein kleiner Knirps, da habe ich das nicht mit Selbstbremsen gemacht. Das hätte ich niemals hingekriegt. Nur das Schalten habe ich noch nicht reingenommen. Weil ich dann ein bisschen überfordert bin, weil ich so auch schon manchmal vergesse, das DRS zu aktivieren. So, ja, das ist eine langsamere Runde. Ich werde nochmal eine fahren und sonst denke ich eigentlich, bin ich mit einer 1,43 in der nächsten Qualifying-Runde. Das ist ja eigentlich das, was erstmal zählt. Wir müssen ja nicht direkt hier die schnellste Runde raushauen. Wir müssen ja einfach nur dafür sorgen, dass wir ins nächste Qualifying rutschen und ich denke, das sollten wir mit einer 1,43 schaffen. Und ich sehe, wir verbessern uns auch gerade sogar. Mal gucken, ob ich das halten kann. Oh, ich habe sogar den schnellsten Sektor 1 gefahren gerade. Alles klar. Oh, neue schnellste Runde 1,41,5 von Raikön. Das ist nicht schlecht. Ich hatte im Training 1,41,2 irgendwas. Also da ist er dicht dran an der Zeit. Und ich denke, da wird auch noch die ein oder andere bessere Zeit kommen von den NPCs. Und von mir hoffentlich auch noch eine. So, ich sehe gerade, ich habe auch ein bisschen Zeit verloren gerade irgendwo. Ich hoffe, ich kann die Zeit noch retten. Das DRS, ja. Ja, hier hinten bei der Kurve. Hier kann ich manchmal echt krank viel Zeit rausholen. Aber, ja doch, ich konnte was rausholen, aber da geht noch mehr. Also manchmal kriege ich da echt 0,2 Sekunden raus. Also ist schon nicht ohne. Oh, hoppala. Wo bin ich denn hingefahren? Ah, okay, eine 1,42,2. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück in die Garage. Ich mache das manchmal lieber so, weil da spare ich ein bisschen Zeit. Als wenn ich da jetzt zurückfahren würde. Und dann spulen wir mal vor. Wir sind momentan noch Fünfter. Wir können uns gerade mal die Zeiten angucken. 1,41,5 ist immer noch die schnellste. Ich habe in Sektor 1 die schnellste Runde. Die schnellste Zeit. Ah, jetzt nicht mehr. Die hat er. Oh, 1,41,3 hat da einer gefahren. Max Verstappen bei Red Bull Racing. Nicht schlecht, aber der ist auch mit SS-Reifen gefahren, also mit den Super Soft. Die Zweitweichen. So schneller ist man. So, aber Setup. Wir können jetzt auch mal die Reifen wechseln. Wir sind ja gerade mit denen hier gefahren und sind damit 1,4 Sekunden langsamer. Okay. Ja, dann holen wir jetzt die guten Reifen raus. Und dann würde ich sagen, ist das hier falsch? Rausfahren. So. Schickt mich mal raus, Jungs. Ist, eine Zeit droppen, dass ich im Q3 bin. Ja, da hebt er den rechten Arm, so wie es zu den SS-Reifen gehört. So, raus sind wir. Einer ist schon vor uns. Zwei sind vor uns. Drei sind vor uns raus. Sonst bin ich eigentlich immer der Erste.
Da sind die NPCs manchmal ein bisschen zögerlich. Was ich auch verstehen kann, die kleineren Teams, die fahren immer auch in der reellen Formel 1, also im wirklichen, fahren die immer als erstes raus und die großen Teams, die warten erstmal. Denn je befahrener die Strecke ist, also je mehr Autos da schon rübergefahren sind, desto wärmer ist die Strecke und je wärmer die Strecke ist, desto mehr Geschwindigkeit kann man da noch rausholen. So. Und die kleinen Teams, die müssen natürlich gucken, dass sie Stück für Stück immer eine bessere Rundenzeit rausfahren. Für so erfahrene Fahrer wie Hamilton, Rosberg, Vettel und sowas, da lang schon so, keine Ahnung, 3, 4, 5 Runden, bis sie ihre gute Zeit gefahren sind. Also die sind auch immer nur kurz draußen und auch in den Qualifyings, in Q1 und Q2, hauen die eigentlich nur eine Zeit raus, manchmal auch zwei. Aber so, dass sie halt wissen, dass sie sicher weiter sind. Die versuchen da jetzt nicht schon direkt ihre Superzeit rauszuhauen. Dann fahren einfach so, dass sie merken, ja okay, wir kommen jetzt sicher in Q2. Und dann gehen die auch wieder in die Box. Denn die konzentrieren sich dann natürlich auf Q3, was dann natürlich auch das Entscheidende ist. Denn da werden dann die Top 10 platziert. So. Das wird eine Scheißzeit, das sehe ich jetzt schon. Alter! Was gucken die denn hier? Guckt euch das mal an! Was ist das denn für ein Scheiß? Alter! Ohoho, ich habe gerade rechts unten hingeguckt. Kurz und dann auf einmal kam der ich da an den Typen angeschossen, an Ricardo. So, ja, die Zeit, die ist nicht gut. Aber ich werde einfach mal gucken, dass ich jetzt sicher hinter Button bleibe. Und ihn bei der nächsten Möglichkeit sicher überhole, dann habe ich nämlich auch ein bisschen Platz wieder frei für die nächste Runde, wo ich dann meine Zeit raushauen kann. So, komm, wir wagen es jetzt mal. Ja. So hole ich irgendwie meine meisten Überholmanöver in der Kurve. Ich bremse ein bisschen später als die NPCs und da kann ich dann die ein oder andere Millisekunde raushauen. Und dann vorbeiziehen. Ja, aber der ist verdammt nah hinter mir. Warum holt er so schnell viel auf? Nein! Hör auf! Lass es! Oh, Gott sei Dank, er hat aufgehört. Oh. Ja, die Kurve, die kann man eigentlich freundlicher nehmen. Das war jetzt nicht so toll, aber... Naja. Man kann ja nicht alles haben. Hoppala, wo fahren wir hin? So... Ja, 1,43,2, da geht noch mehr. Ja, sind aber auch noch nicht viele gefahren. Dass Raikön draußen ist, das wundert mich eigentlich schon ein bisschen. Ah, Alonso hat jetzt auch eine Zeit platziert. Ja, aber wir wurden halt echt stark ausgebremst durch Jensen Button und Ricciardo. Wenn ihr mal guckt, ja, jetzt hier Lienerner Sektor, minus 1,8 Sekunden. Also, okay, da habe ich gerade stark Zeit verloren. Oh, Vettel hat die neue schnellste Runde. Ich konnte gerade nicht sehen, welche. 1,41 irgendwas war das. So. Okay, wir sind 1,2 Sekunden schneller, aber verlieren gerade Zeit. Sind wir zu schlecht aus der Kurve rausgekommen? Mit zu wenig Geschwindigkeit. Wir verlieren schon wieder Zeit, ey. Okay, jetzt machen wir wieder gut. Da bin ich mal gespannt, was ich rausmachen kann. Alter, Vettel 1,41,049. Der Junge dreht auf. Ich glaube, ich sollte da auch mal langsam. Okay, die Kurve habe ich nicht so erwischt, wie ich sie sonst immer krieg. Da habe ich gerade sogar Zeit verloren. Das ist scheiße gewesen.
So, ja, wohl Dritter. 0,3 Sekunden hinter Vettel. Da geht noch was. Ich guck mal am Ende der Runde, ob wir eine grüne Zeit hinkriegen können. Wenn nicht, fahre ich mal in die Box. Dann sind wir eigentlich auch so weit durch und müssen eigentlich auch in Q3 drin sein mit einer 1,41,3. Schneller geht's noch, ihr seht's so gerade. Lol, ich bin genauso schnell wie vorhin. Alles klar, und jetzt habe ich Zeit verloren. Ja, da habe ich mich ein bisschen verbremst. Ich sollte nicht so viel auf die Zeiten gucken. Hoppala. Ja, auf jeden Fall, sie nennen mich auch in der Formel 1 den Reifenkiller. Ich habe einen äußerst aggressiven Fahrstil in der Formel 1. Ich gehe mit Gas in die Kurven, was ordentlich Reifen zieht, was sie ordentlich abnutzt und bremst auch gerne mal in den Kurven, was auch ordentlich zieht. Also ihr seht es hier, Moment. Ich bin jetzt 3 Runden gefahren und 23% vorne links schon abgenutzt. Vorne links nutze ich irgendwie immer am meisten ab. So. Und ich sehe gerade, wir kriegen keine bessere Zeit hin. So nehme ich die Kurve gut. Jawohl, da haben wir auch ordentlich gut gemacht, aber sind langsam rausgekommen. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Ich fahre auf jeden Fall in die Box mal. Dann mit der Zeit sollten wir locker in Q3 drin sein. Drittplatzierter mit einer 1,41,3. Ja, das sollte eigentlich reichen. Und ich sehe gerade, wir sind genau 0,3 Sekunden hinter Vettel. So. Zack. Hallo Team. Wie geht's so? Schieb mich mal wieder rein. Ach, da ist noch einer reingekommen. Sieht aus wie ein Silberpfeil, oder? Ist das Hamilton oder so? Keine Ahnung. So, gleich sind wir wieder da. Ja, also man sieht schon, deswegen mache ich das am liebsten mit dem Pause-Menü zurück in die Box, weil das geht viel schneller. Jetzt kommt er hier mit seinem Föhn, jetzt packen die Leute da die Taschen um die Reifen, damit die warm bleiben. Jetzt werden die festgestöpselt, dann setzen sie sich hin. Und jetzt kann ich wieder übernehmen. So, dann spulen wir mal vor, gucken uns mal die Zeiten an. So, wir können auch mal Grosjean zugucken. Wer ist denn noch so draußen? Nico Rosberg. Er ist Dritter. Was? Ich bin doch... Nee, okay, jetzt bin ich Vierter. Nico Hülkenberg 16. Ja, okay. Was? Nico Hülkenberg ist 16. und ist in der Box? Okay, jetzt fährt er nochmal raus. Guter Junge, ey. So, Vierter sind wir. Was? Rosberg hat da 1,40 rausgehauen? Alter! Ja, mich am Arsch! Holy shit! Aber Vierter ist eigentlich schon ordentlich mit dem Sauber-Team und mein drittes Rennen. Bisschen kann man natürlich noch rausholen und wir haben es in Q3 geschafft. Das ist sehr schön. Da fährt auch schon der Erste raus, ein Ferrari. Vettel. Vettel ist schon draußen, da haben wir ihn gerade nochmal gesehen. Ich gucke nochmal das Setup an, welche Reifen ich jetzt drauf habe. Das Wetter sollte trocken bleiben. Genau, die frischeren. Weil da kann ich dann nochmal ordentlich was rausholen. Hier wäre ich auch schon eine Sekunde langsamer. So, also ziemlich früh jetzt am besten eine gute Zeit reinlegen mit den frischen Reifen. Ich mache mal eine fliegende Runde gerade. So, jawohl. Da haben wir jetzt die wunderschöne lange Gerade. Hui, der ist aktiviert. Boah, 340 km/h sind wir gerade gefahren. Ich glaube, wenn du da einen Unfall machst, da ist nicht mehr viel übrig von dir. Da gab es ja auch schon den einen oder anderen harten Unfall in der Formel 1. Also ganz ungefährlich ist sie nicht.
wo man natürlich immer wieder versucht, die eine oder andere Gefahr zu verringern. Zum Beispiel kann man ja nicht mehr tanken, da gab es ordentlich viele Unfälle. Also ich kann mich daran erinnern, Massa hat in Singapur mal den ganzen Tankschlauch abgerissen. Das kann natürlich gefährlich sein und zum einen zerstört dir das auch das Rennen. Denn du kannst ja nicht einfach mit dem Tankschlauch, der dir hinten dran hängt, weiterfahren. Okay, Vettel hat mal wieder die schnellste Runde rausgehauen. So. Aber die Formel 1, die wird ja auch immer schneller und schneller. Vorher gab es ja nur weiche und harte Reifen. Jetzt gibt es ja schon Ultra Soft, Super Soft, Soft, Mittel und Hart. Also die Wagen sind ja eigentlich auch alle ziemlich gleich. Die wurden ja angepasst. Aber man kann ein bisschen am Setup immer noch was ändern, dass man ein bisschen aerodynamischer ist, weniger Luftwiderstand. Und das soll auch nächste Saison wieder so sein. Da kann man bis zu 5 Sekunden sollen da noch gehen. Also die alten Streckenrekorde werden jetzt immer nach und nach geknackt, weil die Formel 1 immer schneller und schneller wird. Ah, scheiße. Richtig hart verbremst. Ja, war eh nicht so eine gute Runde, glaube ich. Wobei, doch, das war eine richtig gute Runde. Das war eine richtig gute Runde, glaube ich. Oh, da hätte mehr drin sein können. Ja, okay. Aber mal gucken, was wir jetzt geschissen kriegen. Der Reifenkiller ist unterwegs. So, ja. Die erste Kurve, die finde ich so hart. Da verliere ich immer so viel Zeit. Ich mache erst welche gut, weil ich da schnell durchfahre, aber dann am richtigen Zeitpunkt bin ich zu schnell und verliere da dann ordentlich Zeit. Ah, aber wir sind im grünen Bereich jetzt. Was ja eigentlich auch gut ist, denn wir sollten unsere Zeit da schlagen, die wir vorhin gefahren sind. Die werden wir aber auf jeden Fall schlagen, denn vorletzte Kurve, die habe ich ja hart verkackt. Und jetzt habe ich schon eine Sekunde, den schnellsten Sektor 2 bin ich gerade gefahren. So, ich muss gucken, dass ich hier jetzt mit mehr Geschwindigkeit rauskomme. Ich habe gerade 0,2 Sekunden verloren. Alter. Das tat weh. So, DRS an. Und jetzt gucken, dass ich da hinten die Kurve besser nehme. Bremsen und einlenken. Jawohl, so macht man das. Geht noch ein bisschen besser, aber ihr habt es gesehen. Oben rechts, da wurde auch noch der Fehler angezeigt. Jetzt haben wir hier 4 Sekunden schneller. Guckt es euch an. Wir können so, könnten wir? Wir sind eine 1,40 gefahren. Jawohl. Wir sind direkt hinter hinter Rosberg. Nicht hinter Reusberg. Wer ist denn das, ey? Meine Güte. So. Meine erste 1,40er, die ich auf dieser Strecke gefahren bin. Jawohl. 1,40,8. Zweiter Platz. Das ist ganz nice. Da starten wir momentan auf jeden Fall in der ersten Reihe. Aber der erste wäre natürlich noch verlockender. Die Pole Position. Darum geht es ja hier. Dass ich mein Sauberteam nach vorne bringe. Also ich bin da schon ordentlich am entwickeln, mein Auto. Was natürlich auch das Team verstärkt. Und Sauber ist momentan noch vorletzter in der Autoentwicklung. Aber ich entwickle da so hart, dass wir echt kurz davor sind, einen Platz gut zu machen. Ah, da bin ich mal gespannt. Ja. Okay, die Zeit, die wird schlechter. Pass auf. Ich nehme jetzt fette Reifen, Benzinmischung. 4 Runden können wir damit fahren. Also wir haben momentan Benzin für 4,5 Runden. Aber durch fette Benzinmischung wird da ordentlich was abgezogen. Aber wir müssen jetzt nochmal gucken,
dass wir da vielleicht nochmal eine Zeit besser fahren können. Dann könnten wir vielleicht sogar die Pole Position kriegen. Oh, scheiße, die Zeit wird, glaube ich, nicht besser. Ich habe gerade das DRS für eine Sekunde verkackt und da geht schon ordentlich was verloren dann. Wobei ich eine grüne Zeit habe, aber jetzt ist sie wieder rot, ja, wie immer hier. Okay, wieder grün. Okay, das kriege ich selten hin und jetzt wieder rot. Ich sehe die genaue Zeit gerade nicht. Ich habe es nur im Augenwinkel. Okay, 0,1. Auf jeden Fall auf den Geraden werden wir ordentlich was rausholen können mit unserer fetten Mischung. Und auch aus den Kurven sollten wir schneller rauskommen. Wobei wir gerade langsamer sind. Was nicht so gut ist. Da habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, der sich direkt bemerkbar gemacht hat. Die Kurve habe ich auch nicht gut gekriegt. Ah, scheiße, was ist denn hier gerade los? Es läuft gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. Eine Sekunde langsamer. Alter, wie viel Benzin haben wir noch? Für 3,8 Runden. Also so zwei sollten wir vielleicht noch fahren können. Zwei bis drei vielleicht sogar. Ach, aber das kriegen wir von der Zeit gar nicht hin. Es sind nur noch 2 Minuten. Zwei sollten wir aber noch fahren können eigentlich. Ich glaube, wenn man über die Ziellinie ist, die neue Runde schon angefangen hat, obwohl die Zeit gerade abläuft, dann darf man die noch zu Ende fahren. Wir müssen mal gucken hier, dass wir jetzt nochmal vielleicht einen drauflegen können. Selbst wenn wir Rosberg nicht kriegen, dass wir aber auf jeden Fall nochmal eine Zeit raushauen, die unsere zweite Position untermauert, dass wir die sicher haben. Nicht, dass gleich ein Vettel oder ein Hamilton ankommt und meint, er müsste uns den zweiten Platz wegnehmen. Guckt ihn euch an hier. Das wird aber, glaube ich, schwierig. Ja, na, viel Zeit verloren. Obwohl wir noch im Grün sind, okay. Aber wir haben hier jetzt viele NPCs vor uns, weil die alle nochmal raus wollen und nochmal eine Zeit fahren wollen. Deswegen, das wird, glaube ich, keine bessere Zeit mehr geben. Hier habe ich mich gerade sogar noch verbremst, das war dumm. Na, das hätte noch ein bisschen besser werden können. Aber ich weiß nicht, ob das... Okay, ja, das war es jetzt endgültig. Ich guck mal, ob ich noch über die Startziellinie komme in der Zeit. Sollte ich aber eigentlich. Und dann könnten wir vielleicht nochmal einen zweiten Versuch starten hier. Einen letzten Versuch. Um unsere Zeit nochmal zu verbessern oder im besten Fall sogar an Rosberg vorbeizuziehen. 2,5 Runden können wir noch. Vom Benzin her, also die sollte vom Benzin her auf Fett noch drin sein, die Runde. Oh, komm, gib alles. Gib alles. Und noch viel mehr. Ja, die Runde, die war scheiße. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt was besser hin. Hier, die Kurve, die killt mich hier. Manchmal mache ich die eigentlich ganz in Ordnung, aber manchmal verkacke ich die auch hart. So, jetzt habe ich hier eine grüne Zeit, bin aber nicht auf der Ideallinie. Aber wir kommen mit einer grünen Zeit raus. Jawohl, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass uns Bottas hier vor uns nicht gleich im Weg steht. Ah, da habe ich zu früh gebremst, da habe ich Zeit verloren, oder? Ja, da habe ich Zeit verloren. Scheiße. So, komm, hier, schnell rum, los. Hier, nein, oh, die Zeit hätte ich eigentlich nochmal rausholen können. Scheiße. Ah, okay, dann fahren wir gleich an die Box. Denn die Zeit, die bringt nichts mehr. Wobei, warte mal, warum ist da jetzt noch 2 Minuten 4 für Q3 angezeigt? Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Warum wird da nochmal eine neue Zeit angezeigt gerade? Ach, hier die Flagge. Hat man jetzt einfach nochmal so viel Zeit, um die Runde zu finishen, oder?
Ich versuch's einfach mal. Ich versuch nochmal eine Runde zu fahren, aber eigentlich sollte es nicht gehen. Ja, Qualifying beendet. So. Mal gucken, können wir den zweiten Platz halten? Nee, wir sind Dritter. Irgendjemand hat uns noch einen Platz weggesnackt. Also wir starten von der zweiten Reihe aus. Hamilton, oh, ich wusste es. Ich wusste es, dass Hamilton noch kommt. Und ein Sauber. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Also zwei Sachen stimmen nicht, die ihr gesagt habt. Morgen geht's weiter, das ist richtig für euch. Aber mit Unterbrechung, denn ich werde das Rennen in zwei Hälften schneiden. Hier oder da eine langweilige Szene gibt, die mal rausnehmen. Und wir sind auch nicht live. Es kommt auf YouTube und nicht live gestreamt oder so. Wir können gerade nochmal angucken, welche Voraussetzungen ich erreichen soll für das Rennen. Ja, hier haben wir gut Punkte gemacht. Rivalität gegen Nasr. Ja. Wer hat sie gewonnen, Junge? Wer hat sie gewonnen? Ich. So, ja, da habe ich schon Fulle Pulle. So, Voicemail anhören von unserer weiblichen Agentin. Ich wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Zwölfter oder besser und Nasr besiegen. Ziel für Fahrermeisterschaft, Zwölfter oder besser. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen, vor allem da wir von der dritten Position aus starten. Ja, da sollte eigentlich was drin sein, denn im ersten Rennen, die vierten Position, die ich am Ende hatte, da bin ich vom 16. Platz gestartet. Also da sollten wir vielleicht sogar noch den einen oder anderen Platz holen können. Ja, für mich geht's gleich weiter, für euch aber erst morgen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Bock auf Formel 1 habt. Vielleicht wollt ihr ja sogar mal mitzocken, das könnten wir auch machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Rennen. Tschüss.